Ja, hallo und danke, dass ihr auch bei diesem Special wieder dabei seid. Wir beschäftigen uns heute mit Technik. Was ihr hier seht, das sind die Daten meines Rechners. Das ist nicht unwichtig jetzt in der folgenden Geschichte. Wir beschäftigen uns mit Flames per Second, also tatsächlich aber mit Frames per Second und steigen jetzt hier mal gleich zunächst in die Su-27, ist es jetzt, glaube ich. Alle, die sich mit Flugzeugen gern beschäftigen, jetzt mal bitte weghören. Ich fliege das Ding gerade hier mit der Tastatur. Schauen wir mal kurz in die Einstellungen rein. Also da ist alles noch standardmäßig, habe da nichts verändert. Das ist so wie DCS sagt, wie meine Belegung sein sollte. Das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Ja, also mit meinem Joystick oder mit meinen Kontrollen hier nicht fliegbar. Ich fliege das mit der Tastatur, das geht recht gut und vor allem wir haben Frameraten bis zu 150 Frames in der Sekunde. Das ist also gigantisch. Würde ich etwas mehr Russisch sprechen, dann würde ich jetzt an dieser Stelle auch mitkriegen, dass ich beschossen werde. Aber da mein Russisch recht schwach ist oder de facto überhaupt nicht vorhanden, kriege ich das nicht mit. Und da ist die Rakete, hat mir jetzt auch eine Fläche abgrasiert und beide Triebwerke sind weg. Aber der wichtige Punkt nochmal kurz zurück: es geht einfach darum, Frames per Second. Also, wir haben hier 150 Frames per Second. Steigen wir in die UI in DCS. Wir sind übrigens in 1.5, also 1.5. Steigen wir in die UI, sieht es schon ein bisschen anders aus. Wir sind jetzt hier auch in der Kaukasus-Map und starten mal hier vom Flugplatz weg. Da sind wir dann im Bereich so zwischen 60, 70, 80 Frames in der Sekunde. Und das ist schon eine ganze Menge, trotzdem, aber schon deutlich weniger, wie jetzt im Flugzeug das gewesen ist. Machen wir eine kurze Runde, fliegen rüber zur Stadt, schauen wir mal, wie sich's da verhält. Zu Anfang, als ich letztes Jahr angefangen habe mit DCS, da hatte ich noch überhaupt keinen Joystick. Da habe ich zunächst mal nur mit der Tastatur ausprobiert. Das hat wunderbar funktioniert mit dem Flugzeug, auch mit meinem alten Rechner, war noch ein Core 2 und eine 5 Jahre alte Grafikkarte. Aber das hat sich per Tastatur doch einigermaßen fliegen lassen. Das war, glaube ich, die Su, die ja kostenlos dabei ist bei DCS. Das ging wunderbar. Als ich umgestiegen bin auf die UI, da war es dann schon schwierig. Das hat geruckelt ohne Ende und da war dann die neue Grafikkarte fällig. Danach ging es aber auch mit der UI deutlich besser. Also es ist ein deutlicher Zusammenhang zu sehen zwischen Grafikleistung und auch Fliegbarkeit, Steuerbarkeit, Reaktion im Fliegen. Hier schauen wir noch mal kurz zurück in das Kaukasus. Andere Seite von der Kaukasus-Map, an einer anderen Stelle, da haben wir ein paar Bäume mehr, ein bisschen mehr im Tiefflug, ein bisschen durch die Stadt durch, aber auch da kriegen wir auf Frameraten bis zu 80, 70, 80, 90 Frames in der Sekunde. Jo, wechseln wir jetzt hier an dieser Stelle rüber auf die Nevada-Karte und auf DCS 2.0. Und wir sind jetzt hier auch wieder mit der UI unterwegs. Las Vegas International und Las Vegas City. Und was wir oben links sehen ist, ja, unsere Frameraten sind schon bei weitem nicht mehr das, was sie mal waren. Das heißt, wir haben jetzt hier im besten Fall noch 50, 60 Frames. Zwischendurch geht es vielleicht auch nochmal hoch auf 70, aber wir sind so im Schnitt, sind wir doch maximal bei 60 Frames in der Sekunde, 60 Bildern in der Sekunde. Wenn wir jetzt mal die Technik zu Rate ziehen, wenn wir ein P haben in der Auflösung, also Progressive, dann arbeiten wir mit Halbbildern. Um das flüssig zu sehen, braucht das Auge 25 Bilder in der Sekunde. Bei Halbbildern wäre das trifft es nicht ganz genau, aber das wären dann schon ungefähr 50 Bilder, Halbbilder in der Sekunde, die das Auge braucht, um das wirklich ruckelfrei zu sehen. Wobei ich trotzdem auch mit mehr Frames in der Sekunde trotzdem immer zwischendurch noch das Gefühl habe, es ruckelt. Also so Mikro-Stops immer wieder dazwischen drin. Dass ich jetzt hier mit der UI so kämpfe, das hat einfach da damit zu tun, dass ich davor kurz die Gazelle geflogen bin und der direkte Umstieg von der Gazelle auf die UI, egal in welche Richtung, das ist
immer so eine Sache für sich. Also es unterscheidet sich schon drastisch im Flugverhalten. So, wechseln wir jetzt mit der Huey in die Wüste auf einen der Wüstenflugplätze. Das ist jetzt nicht Groom Lake, das ist der andere im Norden von Las Vegas. Da sieht es schon wieder deutlich besser aus. Da haben wir dann auch wieder hier in DCS 2.0 Frameraten ab 70 Bildern in der Sekunde aufwärts. Zum Teil erreichen wir zwischendurch schnallt es auch mal kurz auf 100 hoch, aber über die 100 kommen wir also auf keinen Fall drüber raus. Aber im Schnitt haben wir so 60, 70 Frames in der Sekunde, also deutlich besser wie über Las Vegas. Klar, wir haben natürlich auch viel weniger Gebäude und Bäume und solche Dinge zum Rendern, aber trotzdem, dass der Unterschied so kräftig ist, es erstaunt mich doch. Auch vom Fluggefühl her, es fühlt sich tatsächlich anders an. Es scheint alles ein bisschen flüssiger zu gehen. Es scheint auch hier wieder einen direkten Zusammenhang zu geben zwischen der Framerate, der Bildaufbaurate und der Physik und der Steuerfolgsamkeit. Ein Hubschrauber hat da offensichtlich, oder DCS hat mit Hubschraubern da deutlich mehr zu kämpfen, als das mit den Flächenflugzeugen der Fall ist. Jo. So, bringen wir die Huey zurück zum Platz. Man sieht es auch hier schon, der kurze Umstieg, die kurze Eingewöhnungsphase. Und jetzt geht es schon wieder besser, auch mit der Huey. Ja. Wobei, ja, einen sauberen Schwebeflug kriegen wir jetzt hier nicht hin, wollen wir aber auch nicht. Ups. Und patsch, da ist sie. Unten, der Boden hat uns wieder. Und als nächstes wechseln wir jetzt hier an dieser Stelle in die Gazelle. Jo, wir sind jetzt hier auch wieder DCS 2.0, Nevada-Karte und Las Vegas International. Und was uns oben links jetzt schon auffällt, jetzt sind wir deutlich, zum Teil deutlich unter 50 Frames per Second. Also in der Gazelle auf Las Vegas International oder im Bereich von Las Vegas, der Stadt Las Vegas, und auch hier auf dem Flugplatz, wo eigentlich so viele Gebäude gar nicht zu sehen sind, fällt die Framerate dann doch drastisch in den Keller. Ich bin mit Polyshop in Kontakt, habe die auch schon angefragt, wie sie das denn sehen. Die erste Reaktion war, ja, okay, man muss von Seiten von DCS muss man ein bisschen was verbessern, aber sie prüfen das auch, woran das denn tatsächlich liegt. Polyshop selbst kennt die Probleme nicht. Aber hier, man sieht es doch dann oben schon deutlich, also wenn wir mal 50 Frames in der Sekunde, 50 Bilder in der Sekunde überschreiten, dann ist es doch schon viel. Die meisten Fälle bewegen wir uns dann doch so bei 35, 40, maximal 50 und zum Teil aber auch dann schon deutlich unter 30 Bildern. Und das ist im Verhältnis zu dem, was am Anfang möglich war, deutlich über 100. Also im Flieger natürlich 150 Bilder in der Sekunde, gigantisch, braucht kein Mensch. Hier sind wir dann doch im Keller und wirklich im Dunkeln. Ich habe zum Teil auch das Gefühl, und ich denke, man sieht es ja auch im Video, es ruckelt ein kleines bisschen. Zwischendurch habe ich auch immer wieder in DCS, das hängt aber nicht nur an der Gazelle, Punkt, dass das Bild einfach mal für eine halbe Sekunde stehen bleibt. Und dann weiterläuft. Es könnte alles an meinem System liegen, deshalb bitte ich um Feedback und wie sind eure Erfahrungen, wie sind bei euch die Frameraten aus, wie ist das Steuergefühl bei euch mit euren entsprechenden Frameraten? Macht ihr dieselben Erfahrungen? Habt ihr das Problem überhaupt nicht? Können wir auch nochmal mitten rein nach Las Vegas, zum sehen, wie es hier aussieht. Das macht es nicht besser, macht es nicht schlechter. Und deshalb wechseln wir jetzt hier auch gleich mit der Gazelle in die Wüste. Und auch hier sehen wir jetzt dann aber sofort oben links, es ist deutlich besser. Also wir haben so im Schnitt 20 Bilder in der Sekunde mehr, wenn wir aus Las Vegas rausgehen. Da sind wir dann doch deutlich bei 50, zum Teil deutlich über 50, 70 Frames. Ich hatte sogar mal Bereiche, wo ich dann bei 80, 90 rausgekommen bin, so kurzfristig. Ich denke, es macht sich auch im Video bemerkbar zwischendurch. Also man sieht immer wieder, dass das Bild hängt zwischendurch, aber generell läuft es wesentlich flüssiger und vor allem, was mir auffällt, eben ist, das Steuergefühl ist wesentlich besser. Das ist jetzt rein gefühlt. Ich kann das wirklich nicht anders erklären. Aber was mir sonst noch aufgefallen ist, jetzt hier gerade Nevada,
Auch die Bodenberührungen sind wesentlich sanfter außerhalb von Las Vegas. Also ich habe hier bei weitem nicht so viel Schaden an der Maschine, bei weitem nicht so viel Blackouts von meinem Piloten. Auch das ist was, wo sich die Wüste und Las Vegas da international deutlich unterscheiden. Ja, und das war's für dieses Special. Also ich würde mich freuen über Feedback. Wie sieht es bei euch aus? Was sind eure Erfahrungen? Wir bleiben dran und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.